Stell dir eine Person namens Jamie vor. Sie ist in deinem Alter und geht vielleicht in deine Schule. Seid ihr befreundet oder nicht? Ist sie männlich oder weiblich? Oder vielleicht keines von beidem? Eines Tages ist Jamie verschwunden. Wohin? Warum? Wie geht es dir damit? Nur an dem Morgen war sie anders wie sonst. Sie war schon ein bisschen grantig. Weiß nur noch so, wie ich sie abgeholt habe, musste sie an der nächsten Kreuzung abbiegen. Aber sie wollte nicht genauer darauf eingehen. Und ich bin weiter zur Schule gefahren. Und in der Schule habe ich dann auf sie gewartet. Aber sie ist dort nie aufgetaucht und seitdem mache ich mir schon ein bisschen Sorgen. Sie hatte mir auch geschrieben, irgendwie 3-4 Stunden, bevor der Wecker geklingelt hat. Und sie ist irgendwie aufgeregt gewesen oder so. Aber als ich dann aufgestanden war, habe ich nochmal eine Nachricht von ihr bekommen, es war ein Video. Ich habe relativ lange dann darüber nachgedacht, aber ich konnte mir das tatsächlich nicht erklären, warum sie mir dieses Video geschickt hat. Ich habe auch nie irgendein ähnliches Video dieser Art von ihr bekommen. Für mich ein absolutes Rätsel. Ja, also Jamie hat mir auch ein komisches Filmchen geschickt. Da wusste ich jetzt auch gar nicht genau, was das bedeuten soll. Also ich könnte da jetzt halt nur denken, dass das aus seinem Fenster war und an dem Morgen, als er verschwunden ist, weil es ein Sonnenaufgang war. Ich glaube nicht, dass Jamie die ganze Nacht wach war, weil er sonst eigentlich jemand ist, der sehr viel schläft, auch gern mal in der Schule. Aber da er an dem Morgen ja sowieso so komisch drauf war, kann das schon gut möglich gewesen sein. An dem Morgen hat er halt mit keinem gesprochen. Er hatte seine Kopfhörer drin, wie immer. Stand halt an der Bushaltestelle und wir sind halt alle eingestiegen. Ja, und dann habe ich mich auf meinen Platz gesetzt, weil der Bus auch ziemlich voll war und habe gar nicht weiter auf ihn geachtet. Es war auf jeden Fall auf seinem Schulweg gewesen, den Weg durch den Wald. Und wie gesagt, er war halt sehr aufgeregt. Also man hat gesehen, er hat sich dauernd umgeschaut. Und ich kann nur vermuten, dass er sich vielleicht verfolgt gefühlt hat und wollte das aufnehmen, falls was da ist oder falls jemand da ist. Ich denke mal einfach daher, dass wir uns jetzt so lange kennen und wir sind relativ gut befreundet. Deswegen denke ich, hat er einfach Angst gehabt und wollte einfach irgendjemanden, den er vertrauen kann, den er kennt, eine Botschaft übermitteln. Auf dem Video sieht man eine Art T-Kreuzung mit drei Schildern, jeweils eine Richtung. Und auf allen der drei Schildern steht Richtung Waltersdorf. Das ist halt nicht sehr sinnerweckend, aber ja, gar nicht so ungewöhnlich, das Video. Ich habe schon wesentlich kontextlosere Sachen geschickt bekommen von ihr. So wie ich Jamie kenne, brauchte sie einfach ein bisschen Freiraum für sich. Irgendwie mal wegkommen von allem, ohne Möglichkeiten erreicht zu werden, keine Leute, die sie fragen, was sie oder irgendwas sagen, dass sie was machen soll. Einfach Ruhe. Einfach um den Kopf mal ein bisschen frei zu bekommen oder sowas. Ich wäre vielleicht sogar mitgekommen, einfach um auch diese Ruhe zu haben und einfach Kopf frei, niemand stört, Stille. Ich glaube schon, dass Jamie geflüchtet ist und Probleme mit falschen Leuten, wie zum Beispiel Drogendealern, hat. Also das könnte ich mir bei ihm gut vorstellen. Ja, vielleicht hat er Geldschulden gehabt und konnte sie nicht bezahlen. Und vielleicht haben sie ihn deswegen bestrafen wollen, zusammenschlagen wollen oder noch schlimmer.
Meine Theorie sozusagen ist, dass sie einfach genug hatte von ihrem Zuhause und dass sie einfach keine Lust mehr hatte, mit den Eltern zu streiten und vielleicht tatsächlich mit ihrem Freund durchgebrannt ist. Ich denke, Jamie genießt die Stille. Und ist glücklich, ja. Oder arbeitet zumindest daran, glücklich zu werden.